Heute ist ein Tag der Wahrheit. Die Welt muss erfahren, was geschehen ist und wofür er steht. Diese Art von Macht ist äußerst gefährlich. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser heutiger Film: Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Ich werde langsam auf meine alten Tage, Alfred. Sogar Sie sind zu alt geworden, um jung zu sterben. Nicht, dass es an Gelegenheiten gemangelt hätte. Da sind sie nun beide vereint in Gotham City. Die menschliche Fledermaus Batman und der außerirdische Superman. Das Volk ist aufgebracht. Zwar hat Superman im Laufe der Jahre viele gute Taten vollbracht, aber diese waren noch immer von vielen Kollateralschäden begleitet. Gebäude wurden zerstört, Menschen getötet. Angst geht um in Gotham. Besitzt Superman etwa zu viel Macht? Könnte es passieren, dass sich seine Macht eines schlimmen Tages selbst gegen die Bürger von Gotham richtet? Wenn es ihm in den Machtkram passt? Macht korrumpiert schließlich. Und hat nicht Superman mit seinen Taten erst den Krieg nach Gotham gebracht? Eine Kampagne startet, während Clark, Superman kennt sich, noch zurückhält. Wer ist das? Sie müssen neu sein. Das ist Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. Was halten Sie von dem Fledermaus-Ordnungshüter in Gotham? Bruce Batman Wayne aber stimmt mit ein in den allgemeinen Verdammungschor, ist gegenüber diesem Kerl mit den Superkräften ebenfalls ziemlich misstrauisch geworden. Jedes Mal, wenn ihr Helden Kätzchen vom Baum rettet, vergöttern sie ihn in einem Leitartikel. Über ein Alien, das hier alles niederbrennen könnte. Die meisten sind anderer Meinung, Mr. Wayne. Vielleicht macht das Gotham in mir aus. Wir haben einfach schlechte Erfahrungen mit Freaks im Clownskostüm. Während im Hintergrund der Satan seine üblen Fäden spinnt, Lex Luthor, ein teuflisches Genie, seine Absicht, Erzfeind Superman soll vernichtet werden, ausgerechnet von Batman. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch. Tag gegen Nacht. Was denn? Nur Kerle? Keineswegs. Auch ein attraktives Mädel kommt erst einmal mit ins Gespräch. Ich kannte ein paar Frauen wie Sie. Ich denke, Sie kannten noch nie eine Frau wie mich. Nun sind sie alle beisammen für diesen gigantischen und stimmungsvollen Genre-Cocktail aus Fiction, Fantasy, Horror und Thriller. Wenn der Mensch Gott nicht tötet, der Teufel wird es tun. Eine biblische Geschichte. Aus dem gottähnlichen Retter wird ein Gejagter. Eine philosophische Story. Der Mensch in der Masse als ewiger Opportunist soeben noch Hosianna schreiend, jetzt kreuzigt ihn brüllend. Weil doch nun die Bürgerrechte in demokratischer Gefahr seien angeblich. Zu viel gut für die Menschen sein tut also auch nicht gut. Denkt und sagt dieser ungewöhnliche Blockbuster-Film. Und dies ist die eigentliche Überraschung bei dieser außergewöhnlichen Comic-Adaption. Diese riesigen Schauwertspinnereien verbinden sich mit aktuellen Hinweisen. Natürlich der 11. September 2001, wenn Feinde in Hochhäuser fliegen. Natürlich die hinterhältigen Intrigen der Machthabenden. Natürlich, wenn ein verrücktes Nerd-Genie mal so richtig aus sich herausgeht und auf Frankenstein macht, das Monster erweckt und zum Laufen bringt. Oh, Scheiße. Gehört sie zu dir? Ich dachte zu dir. Na klar, mit diesem furiosen Kampf-Vibe. Wonder Woman, gespielt von Gal Gadot, an der Seite kann eigentlich nicht schiefgehen. Eigentlich, denn die Schlusspointe verblüfft denn schon mächtig gewaltig. Auch verblüffend, man engagierte exzellente Rampenprofis für diese hunderte von Millionen Dollar Show. Was sich auszahlt, denn Jeremy Irons als Alfred, Sicherheitschef und Vertrauter von Batman, Amy Adams als Lois Lane, Jesse Eisenberg als hochintelligenter Bubi-Schurke, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Holly Hunter sowie Kevin Costner in einer Nebenrolle liefen liefern hochklassige und seriöse Ensemblearbeit ab. Und ebenso erstaunlich, wirklich verblüffend, Ben Affleck funktioniert wider Erwarten als Bruce Wayne Batman. Zeigt sich gotisch düster wie ironisch gepolt. Erweist sich nicht nur als plumpe Actionfigur wie so viele Interpreten vor ihm, sondern zieht Lebensbilanz in und mit seinen Helden oder mit seinem Heldentun. Während Superboy Henry Cavill seine miesen Superman-Start aus dem Davorfilm Man of Steel vergessen macht.
ordentlich mithält. Wenn dein Zeichen nochmal am Himmel erscheint, geh nicht hin. Die Fledermaus ist tot. Begrab sie. Fazit: Das 2,5-Stunden-Epos Batman vs. Superman twistet ab. Eine quasi Epilogstunde lang werden erst einmal die Figuren reizvoll entwickelt. Dann gehen sich die Kontrahenten an die Wäsche, gehen aufeinander los, siehe Titel, bevor sie merken, dass sie übel verarscht wurden und nur gemeinsam eine Chance haben. Gegen das und die Monster in Gotham. In der letzten Stunde geht es ans richtig Eingemachte, für Fans der spektakulären Bilder, in Sachen Duell mit den überdimensionalen und furchterregenden King Kong-Godzilla-Monster. Die Spezialeffekte knallen richtig gut, ebenso wie die Musikalität klasse ist, mit diesen krachenden Hammer-Trommel-Dröhnen von Soundtrack-Experten Hans Zimmer. Bin überrascht, muss gestehen, dieser neue Comic-Kinoreißer ist ein klasse, unterhaltsamer Filmgigant. 4 Pönis. Carrie, würdest du bitte? 4 Pönis. Ich bin beschäftigt. Mein Superman. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Meine weiteren aktuellen Kritiken findet ihr auf www.pönack.de. Nächsten Donnerstag besprechen wir Eddie the Eagle. Da wird's richtig lustig. Mit Heidi und? Hody. Heidi und Hody. Schöne Ostern. Tschüss.